step on the land. Ja, servus aus Ingolstadt, die Wiesn ist und ja, wir saufen heute Super Plus und zwar in einem Audi RS3R von MTM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Motor Olli oder einfach nur Olli. Der Ralf, der ist gerade noch im Urlaub, aber der ist auch bald wieder dabei. Ich sitze heute in einem RS3. RS3, da klingelt es bei vielen. 5-Zylinder, 2,5er Turbo, geiler Sound. Ich sitze aber nicht in dem normalen RS3, sondern ich sitze in einem RS3 von MTM, der RS3R. Der hat 502 PS, 650 Newtonmeter, schafft es den Sprint auf Landstraßentempo in 3,6 Sekunden. 13,1 stehen auf vergehen bis auf 200. Und ja, die Höchstgeschwindigkeit ist aufgrund der Getriebeübersetzung bei 300 eingependelt sozusagen. MTM hat hier einiges an dem Wagen gemacht, unter anderem einen neuen größeren Turbolader verbaut, ne? Mehr Druck und so weiter, um die 502 PS auch herzubekommen. Zusätzlich ist das Vorrohr stürmungsoptimiert angebracht und entwickelt worden. Ansonsten ein neuer Ladeluftkühler ist verbaut, MTM Software ist drin, eine Abgasanlage mit Klappen, die delicious klingt. Ja, 380 mm Bremsanlage vorne, dann am Interieur ist einiges gemacht worden, zeige ich euch gleich. Die Außenoptik ist ein bisschen geschärft worden. Eine 19 Zoll Radsatz haben wir drauf. Der RS3 hat ja schon ab Werk vorne breitere Reifen als hinten. Weiß man vielleicht, wenn man es nicht weiß, dann weiß man es jetzt. Ja, ein KW-Fahrwerk ist hier drin. Geiles Setup auf jeden Fall. Die Kiste kostet 94.400 € mit all den Umbauten. Klingt vielleicht erstmal viel Geld, aber wenn man sich überlegt, dass man halt wirklich ein kleines, kompaktes Auto mit allen Charakteren eines Supersportwagens bekommt, Fahrleistung, Sound, Performance, also halt auch wie er liegt und so weiter, dann aber seine, weiß nicht, Kumpels, seine Freundinnen, seine Kinder hinten reinpacken kann und ja, das für 94.000 €, weil MTM leistet hier echt top Arbeit, also das Interieur ist in Handarbeit gemacht worden, die Sitze sind neu beledert und aufgepolstert, das zeige ich euch gleich nochmal. Ich wollte mal zeigen, was MTM hier für geile Handarbeit am Sitz gemeistert hat. Nämlich alles, was ihr hier seht, ist in Handarbeit genäht worden. Die Sitze sind neu aufgepolstert worden. Die sind serienmäßig nicht so von der Polsterung her. Auch diese Waben sind überall in Handarbeit eingearbeitet worden. Das Design, das zieht sich hier überall durch. Ich finde das einfach mega geil. Auch diese Gurte da hinten. Schaut euch mal diese rote Naht am Gurt an. Schaut schon ziemlich cool aus. Fett. Ja, schauen wir den RS3 mal von außen an. Wir haben hier ein bisschen Carbonteile, alles echt Carbon natürlich. Gibt es ansonsten noch zu entdecken? Das KW-Fahrwerk, wunderbar. Die 19 Zöller habe ich schon gezeigt mit der geilen Bremszange, die 502 PS. Carbon-Spiegelkappen, sehr nice. Getönte Scheiben, kommt auch ziemlich cool. Edelstahlabgasanlage, ein geiler Diffusor. Ja, 502 PS ist die Leistung. Und wir schauen uns mal den Motor an. Da ist das Prachtstück. 2,5 Liter, 502 PS. Dank MTM. Danke Jungs für diesen Motor und wie der klingt, das hören wir jetzt. I'm
180 mm Bremsscheiben. Yeah.
kurzes Fazit. Zurück bei MTM. Die Jungs hier in Wettstetten haben dem RS3 ordentlich Beine gemacht, dem per se schon guten Modell. Mir hat super viel Spaß gemacht, ein geiles Auto, mega Sound. Schaut mal auf die Website von MTM. Und ja, wenn ihr so ein bisschen Kleingeld habt, dann ist es vielleicht eine Option für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt Kommentar ab, Feedback und so weiter. Und dann sehen wir uns bald wieder.